So ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sportplatze Spezial. Am Nationalfeiertag fand nämlich in Bruck an der Glocknerstraße das Fußballspiel zwischen dem SK Bruck und dem TSV Unken statt, das sehr gut und interessante Szenen lieferte. So viel, dass ich beschlossen habe, es euch hier in voller Länge zu zeigen. Ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumreden und wir schauen uns gleich einmal die erste Halbzeit dieser interessanten Begegnung an. Beim Spiel des SK Bruck gegen den TSV Unken zunächst einmal den grün spielenden Gastgeber am Ball. Schöner Versuch, die Unkener sind jetzt wieder im Angriff. Gute Aktion, das Spielgeschehen spielt sich im Mittelfeld ab. Flanke. Weit vorgetragen, aber ziemlich weit vorgelegt. Spielstand auf jeden Fall torlos 0:0. Dann wieder ein neuer Versuch. Es gibt Freistoß. Läuft hier weit hin, aber auch sehr, sehr weit vorgelegt für den Stürmer des SK Bruck. Eigentlich nicht wirklich zu erlauben. Einwurf führte Gäste aus unten. Pass. Die Unkener können zunächst sich den Ball in ihren eigenen Reihen behalten. Weiter Abschlag. Wieder ein Angriff der Gastgeber. Gut aufgepasst und der TSV Unken bleibt vorerst am Ball. Weiter Abschlag. Neuerlicher Versuch, aber kein Problem für das Tor der Gastgeber. Hier geht der Ball ins Out und es gibt Ecke. Zu den Witterungsbedingungen ist zu sagen, dass man, wie wir hier im Hintergrund sehen, ziemlich bedeckt war, aber glücklicherweise gab es bei diesem Spiel keinen Regen. Jetzt wieder Einwurf, Ecke für Unken, Flanke, Schuss, gut aufgepasst. Vom Goalie des SK Bruck war nicht so einfach, wie es vielleicht aussah. Herrliche Parade im Nachschuss, wo sich selbiger auszeichnen konnte. Jetzt wieder weiter Abschlag. Bleibt noch im Besitz der Gastgeber. Allerdings gute aufgepasst von den Gästen, die hier den Ball wieder verlieren. Es ist ein Mittelfeldspiel in dieser Phase und keine wirklichen Torschüsse, außer sehr, sehr wenige. Spielstand daher nur allzu logisch 0:0. Dann wieder Einwurf. Weiter Abschlag. Gut, es sieht sehr gut aus. Gute Aktion, auch dieses Mal im Mittelfeld und der Ball geht erneut ins Out. Jetzt wieder ein neuer Versuch der Gastgeber, weit eingeworfen in Richtung Gästetor. Gute Aktion und wieder Einwurf für den SK Bruck. Es gibt hier Freistoß. Gut gemacht. Immer noch der verunkene Ball. Weiter Abschlag. Aber der Ball geht ins Out. Es gibt Einwurf für den SK Bruck. Der TSV Unken wirft ein, Pass, aber auch dieses Mal ging der Ball am Tor vorbei. Keine wirkliche Gefahr für das Tor der Gastgeber und der Goalie musste natürlich entsprechend nicht eingreifen.
Das Ganze bereits nach 4 gespielten Minuten. Es gibt erneut Eckball für die Gäste aus dem Salachtal. Flanke. Und auch dieses Mal wurde der Ball hinter das Tor geköpfelt. Und auch dieses Mal gibt es einen weiteren Eckball. Eine sehr häufige Szene in der Anfangsphase dieser Begegnung. Der Goalie, der Gastgeber, holte den Ball. Es wird wohl Abstoß geben. Macht sich bereit. Weiter Abschlag. Auch dieses Mal war es abseits, keine Gefahr für das Tor und nach wie vor der durchaus ordentliche Zwischenstand 0:0. Jetzt wieder die Gastgeber. Das Spielgeschehen spielt sich auch dieses Mal im Mittelfeld ab Rückpass. Bei einem Rückpass darf der Torhüter den Ball nicht mit der Hand nehmen. Das ist die Regel. Und wiederum der TSV Unken zu einem, der zum ihren sehr starken Goalie passte. Jetzt wieder die Gäste am Puckball. Weiter Abschlag. Und auch dieses Mal kein wirkliches Problem für den Goalie, das SK Bruck. Abschlag. Neue schöne Kontermöglichkeit. Auch dieses Mal verläuft der Konter nicht in Richtung Tor. Abschlag vom Gehäuse der Gastgeber, die in dieser Phase durchaus noch einige gute Szenen zeigen sollten. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Das Spiel ist einmal mehr unterbrochen. Jetzt wieder eine gute Aktion. Pass. Immer noch der SK Bruck an Aal. Das Spielgeschehen spielt sich auch hier im Mittelfeld ab, aber er geht wieder ins Out. Es gibt Einwurf für die Gastgeber. Ja, gute Aktion der TSV zwischen. Spiel ist natürlich erneut unterbrochen. Freistoß für die Gäste, die den Ball in den eigenen Reihen behalten können. Pass. Neuerlicher Versuch, aber auch da bringt es nichts ein. Ein eher Mittelfeldgeplänkel in dieser Phase. Jetzt wieder einmal ein neuer Versuch der Gäste und jetzt ein schöner Kontermöglichkeit für den SK Bruck. Sehr weit heraus von Goal, sehr gut gemacht. Weg mit dem Ball vom eigenen Tor. Jetzt wieder Einwurf. Hier Einwurf ist es.
Und das ist der sehr gute Unkener Goalie, der Stoße für Unken. Schuss, gut aufgepasst. Die TSV Unken bleibt am Ball. Und auch dieses Mal kein Problem für den Brucker Goalie, den Ball zu fangen. Dann wieder ein neuer Versuch. Gut gemacht. Rückpass. Auch hier gilt die Rückpassregel, dass der Goalie einen Rückpass nicht mit der Hand fangen darf. Die Gäste können sich in dieser Phase den Ball in ihren eigenen Reihen belassen. War immer noch Rückpass. In dieser Phase bot das Spiel relativ wenig Höhepunkte. Vielleicht jetzt. Schöner Versuch, sehr weit vorgelegt, aber auch dieses Mal hat ein Goalie mit so einem Schuss nicht wirklich Probleme. Jetzt wieder ein Abschlag. Pass. Gut gemacht. Neuerlicher Versuch legt sich sehr weit vor, aber auch dieses Mal abseits ganz klar. Und auch der Ball landete beim Goalie, der Gastgeber. In dieser Phase war den Gästen aus dem Salachtal nicht anzumerken, dass sie als Tabellenführer nach Bruck gekommen sind. Und die Gäste spielten ja letztes Jahr noch in der zweiten Klasse Nord B mit und wechseln erst diese Saison in die zweite Klasse Südwest. Jetzt wieder ein neuer Versuch. TSV Unken hat Einwurf. Bleibt zunächst am Ball. Schöne Aktion. Pass. Jetzt wieder ein herrlicher Angriff der Gastgeber, der allerdings unsanft gestoppt wurde. Und von dem her gab es ein vollkommen zu Recht in Pfiff des Schiedsrichters. Das sah es von hier heraus nach einer gröberen Verletzung aus, was sich allerdings zum Glück nicht bewahrheiten sollte. Natürlich das Spiel unterbrochen. Freistoß für die Gäste des Gastgeber des SK Bruck. Schuss. Weiter Abschlag. Danke. Und das war nicht so einfach, wie es aussah. Herrliche Parade des Unkener Goalies, der ja bisher eine tadellose Leistung bot. Ecke für den SK Bruck. Danke. Auch dieses Mal ging der Ball sehr weit über das Tor, was auch keine wirkliche Gefahr bedeutete. Abstoß vom Tor des TSV Unken. Pass. Immer noch die
Gastgeber am Ball, wurden allerdings gestoppt, denn vermeintlich war es ein Ball. Aus dieser Perspektive nicht wirklich zu erkennen, inwieweit der Schiedsrichter der Richtige lag. Jetzt wieder ein neuer Pass. Schöner Versuch über die Seite. Und auch dieses Mal war der Schuss eine Beute für den Goalie der Gastgeber. Jetzt allerdings weiter Abschlag. Gute Aktion. War auch dieses Mal kein neuer Versuch. Den Unkener im Spielaufbau. Pass. Sehr weit vorgelegt. Kann noch flanken, aber dieses Mal war der Goalie zur Stelle und konnte somit ein Tor verhindern. Jetzt wieder ein weiterer Abschlag. Vielleicht jetzt eine sehr gute Chance für die Gastgeber, die allerdings abgeblockt wurden und es gibt Einwurf für den TSV Unkern. Pass. Schöner Versuch. Immer noch die Gäste des TSV Unkern am Ball. Ja, und für alle, die sich jetzt fragen, woher die Dresden der Gäste kommen, das sind die ehemaligen Dresden des TSV 1860 München. Neuer Versuch. Pass. Spielgeschehen spielt sich jetzt in der Hälfte der Gastgeber ab. Flanke. Gut weggeköpfelt. Der Ball kam nicht in den Strafraum und somit logischerweise nicht ins Tor. Es bleibt vorerst beim 0:0. Jetzt wieder ein schöner Versuch. Weiter Abschlag, auch dieses Mal Spiel einmal mehr unterbrochen. Rückpass. Pass. Auch da bringt es nichts ein. Schöner Versuch. Es gab einige Torschüsse, aber keine Tore zu sehen, was, wie gesagt, auf die ausgezeichnete Leistung der beiden Goalies zurückzuführen war. Jetzt wieder. Einwurf. Spiel ist natürlich einmal mehr unterbrochen. Und Einwurf für den SK Bruck. Kontermöglichkeit. War eigentlich für einen Mitspieler gedacht und das gibt schöne Kontermöglichkeit. Herrlich gemacht vom TSV Unken. Flanke. Und auch dieses Mal war wohl ein Kopfball geplant, aber sehr hoch und damit keine Gefahr für das Tor der Gastgeber. Dann wieder ein neuer Versuch. Wir befinden uns in der 20. Minute. Die Gastgeber sind wieder im Angriff. Gut gemacht in der gegnerischen Hälfte, aber auch die Gäste passen sehr gut auf. Bisher eine sehr ausgeglichene Partie.
Rückpass. Neuerlicher Versuch. Gut aufgepasst. Pass. Schöner Versuch. Jetzt wieder ein Versuch, aber auch dieses Mal ging der Ball in die Zuschauer und es gibt logischerweise Einwurf. Die Gäste. Pass. Und auch dieses Mal Einwurf für die Gastgeber. Nein, wieder für die Gäste. Jetzt wieder näher ans Tor kommen. Bisher kann man sagen, dass die Torchancen zwar da sind, aber weder der SK Bruck noch der TSV konnten ihre Torchancen nutzen. Und damit bleibt es beim Verlust 0:0. Hier eine schöne Parade des Unkener Goles, der sich in diesem Fall wirklich auszeichnen konnte. Pass. Auch dieses Mal ins Out. Rückpass. Ich hatte bei diesem Spiel durchaus den Eindruck, dass beide Mannschaften sich eher auf ein torloses 0:0 einigen und das, obwohl die Gäste aus dem Salachtal ja Tabellenführer in der zweiten Klasse Südwest sind. Jetzt wieder der SK Bruck am Ball, verliert ihn. Pass. Danke. Neuerlicher Versuch, aber auch dieses Mal sehr gut aufgepasst vom SK Bruck. Jetzt wieder ein schön herausgespielter Konter. Sollte abziehen und herrliche Parade vom Unkener Goalie. Auch dieser Schuss war nicht so einfach zu halten, wie er vielleicht auf diesen Bildern aussah. Es gibt einen Wurf. Rückpass. »22 Minuten gespielt, es steht nach wie vor torlos 0:0, aber beide Goalies zeigten in der Anfangsphase sicherlich sehr sehenswerte Paraden.« Dann wieder Abstoß. Pass. Rückpass, es bringt allerdings auch da nichts ein. Einwurf. Pass. Wieder die Gäste aus unten im Ball. Und mit solchen Schüssen hat ein Goalie normalerweise keine Probleme. Weiter Abschlag. Ja.
Pass. Gute Aktion. Ein schöner Zweikampf im A-Form der Gastgeber, den allerdings zunächst einmal die Gastgeber gewinnen. Jetzt wieder ein neuer Konter. Müsste jetzt flanken, aber die Flanke kommt zu spät. Der Ball geht ins Tor, nicht ins Torout, sondern wieder zurück ins Mittelfeld. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Neuer Versuch, aber auch da bringt es nichts ein. Das Spiel ist einmal mehr unterbrochen. Dann wieder ein neuer Pass. Rückpass. Auch da bringt es nichts ein in dieser Begegnung. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Genau in der Ball befindet sich genau in der Spielfeldmitte. Es gibt Freistoß. Der gerade ausgeführt wurde. Aber auch dieses Mal auf der Outlinie sich befindet. Pass. Rückpass. Aber auch da einmal mehr viel Krampf und wenig sehenswerte Szenen. Dann wieder ein Rückpass. Pass. Der TSV unten bleibt dran. Diesem Fußballspiel sind an die 100 Fans in die Schlossbad Rainerbruck an der Glocknerstraße gekommen. Die Gäste zunächst einmal am Ball, bleiben allerdings hängen und der Gastgeber des SK Bruck können sich befreien. Jetzt wieder die Gäste am Ball, zunächst in der eigenen Spielfeldhälfte. Pass, finden hier keinen Weg durch die Mauer und auch dieser Pass wirkte auf mich ziemlich ungenau. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der SK Bruck blieb in der Abwehr hängen. Pass, immer noch die Gäste aus dem Salachtal. Flanke. Pass. Aber auch da bringt es nicht wirklich etwas hin. Rückpass. Pass. Aber auch da frage ich mich, wo denn der entscheidende Pass blieb. Der Ball geht ins Out. Wäre wohl angedacht gewesen, aber ist auf jeden Fall nicht angekommen. Es gibt Einwurf für den TSV Unken.
Jetzt wieder ein neuer Versuch, auch erneut ins Out. Eine sehr häufige Szene in dieser Phase der Begegnung. Ein Wurf und wieder erneut ins Out, sehr häufig. Und dem Spielfluss nicht gerade förderlich. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Flanke. Gute Aktion. Weiter Abschlag. Es bringt allerdings auch da nichts ein. Nächster Versuch. Ball wird ins Out geschossen. Warum entzieht sich in dieser Phase meiner Kenntnis? Jedenfalls gibt es Einwurf für den SK Bruck. Ass. Neuerlicher Versuch. Eher ein Mittelfeldgeplänkel, wie wir hier sehen können. Pass. Rückpass. Vielleicht geht da jetzt einmal was nach vorne. Nein, sieht nicht so aus. Und ich hätte mir in dieser Phase mehr Einsatz nach vorne gewünscht. Aber soweit kann ich ja versprechen, das wird sich im Laufe dieses Spieles noch ändern. Weiter Versuch. Pass überhebt ihn. Und auch dieses Mal bringen die Gäste aus dem unkönnenden Ball nicht im Tor des SK Bruck unter. Rückpass. Erneuter Abschlag. Keine Gefahr für das Tor der Gäste. Rückpass. Der TSV war unten am Ball. Neuerlicher Versuch. Ja, vielleicht mehr Torchancen wären sehr, sehr wünschenswert. Erneute Kontermöglichkeit, aber auch dieses Mal konnten die Gastgeber den Ball abwehren und die Unkenner am Schuss hindern. Weiter Abschlag. Der Ball geht zunächst ins Out. Das Spiel ist erneut unterbrochen. Einwurf für die Gäste. Golo steht sehr gut, wo er eigentlich gehört, am kurzen Eck. Auch da wiederum ins Tor out. Es gibt Freistoß für die
Gäste aus unten. Die Spieler formieren sich, Flanke und Tor, 0:1, keine Chance für den Uli, der als SK Bock, da etwas zu verändern, war gut herausgespielt und der Jubel natürlich entsprechend groß. 0:1, der aktuelle Spielstand, etwas überraschend, wenn ich mir den bisherigen Spielverlauf zu Gemüte führe. Das Ganze in der 34. Minute. Dann wieder ein Rückpass. Flanke. Neuerlicher Versuch. Der SK Bruck kommt nur am einen Ball, findet allerdings keine Anspielstation. Pass. Rückpass. Auch dieses Mal ist das Spiel einmal mehr unterbrochen. Dann wieder Freistoß für den SK Bruck. Ball wird zurechtgelegt. Pass. Und auch so einen Schuss hat ein Goalie normalerweise keine Probleme. Jetzt wieder ein Einwurf für die Gäste. Schöner Versuch, aber auch dieses Mal konnte sich der Goalie des SK Bruck auszeichnen und durch eine gute Reaktion einen Gegentreffer verhindern. Wieder gibt es Eckball. Neuerlicher Pass. Abstoß. Pass. Aber auch da bringt es nichts ein. Der Ball geht am Tor der Gäste vorbei. 37 Minuten gespielt und die Gäste aus dem Salachtal führen völlig verdient mit 1:0, wie ich finde. Pass. Schöner Versuch. Immer noch die Gäste am Ball. Jetzt wieder ins Out. Und eine weitere Unterbrechung dieses Spielers ist die nur allzu logische Konsequenz. Vielleicht wäre hier in dieser Phase sicherlich ein durchgehender Spielfluss besser. Jetzt wieder ein neuer Pass. Schöner Versuch, vielleicht jetzt ein herrlicher Konter, aber auch dieses Mal passten die Verteidiger der Gäste aus unten sehr gut auf und ließen den Stürmer der Bucker nicht zum Schuss kommen. War sehr gut gemacht von der Abwehr. Jetzt wieder eine gute Aktion. Pass.
Freistoß für den SK Bruck. Der jetzt ausgeführt wird, aber wohin, eilt sich auf jeden Fall die Frage. Es bleibt vorerst beim 0:1 in dieser dennoch sehr interessanten Begegnung, die sich allerdings einige Tore mehr verdient hätte. Aber Fußball ist ja kein Wunschkonzert, wie wir alle wissen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der SK Bruck am Ball. Gut aufgepasst vom Goalie des TSV Unken. Pass. Weiter Abschlag. Es bringt allerdings nicht wirklich etwas ein. Neuer Versuch. Vielleicht jetzt. Es sind noch gute 5 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen. Wieder eine Kontermöglichkeit, sehr weit vorgelegt, und auch da ist es natürlich für einen Goalie kein Problem, den Ball mit der Hand zu nehmen. Rückpass. Neuerlicher Versuch. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder gut gemacht vom Goalie der SK Bruck, der damit vor einem Unkener Stürmer den Ball sicher in der Hand nehmen konnte. Jetzt wieder ein weiter Abschlag. Rückpass. Aber auch da bringt es nichts ein. Wo ist da der Ball? Scheinen sich da einige zu fragen. Weiter Versuch. Aber auch da kein Problem für den Unkener Goalie, der sich in diesem Spiel mehrfach auszeichnen konnte. Jetzt wieder einmal über Rom. Rückpass und wiederum keine wirkliche Gefahr für das Tor der Gastgeber. Einwurf, Bruck, und der Ball ging dieses Mal wieder aus dem Spielfeld hinaus. Weiter Versuch, erneut Einwurf für die Gastgeber. Gebrochen. Pass. Es bringt nichts ein. 0:0. 1 der aktuelle Zwischenstand. Durchaus vom Spielverlauf her geht dieses Resultat auch in Ordnung. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Es bleibt dabei. Dieser ersten Halbzeit wird sich wahrscheinlich nicht mehr wirklich etwas tun. Es bleibt vorerst beim 0:1. Hier noch eine Parade des Unkener Goalies. Rückpass. Schöner Versuch. Aber es bleibt, wie gesagt, beim 0:1, das aufgrund des aktuellen Spielverlaufes auch absolut in Ordnung geht. Fassen wir zusammen, es gab einige Torchancen und gute Paraden, aber nur einen Treffer, der aus einem Fehler der Verteidigung herausging. Und ja, wenn man keine Tore schießt, kann man halt kein Spiel gewinnen. So ist natürlich die Regel beim Fußball
Und wer weiß, vielleicht gelingt es ja den Gastgebern in der zweiten Halbzeit noch das eine oder andere Tor zu erzielen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Hier noch einige Szenen aus der Schlussphase der ersten Halbzeit. Gute Parade. Das Spiel wurde mit meinem 0:1 beendet. Gäste aus dem Salachtal konnten schon in der ersten Halbzeit durchaus erzählen. Hierbei ist allerdings zu sagen, dass das Tor aus Sicht des SK Pucks unhaltbar war und somit auf jeden Fall die Führung absolut in Ordnung geht. Die Gastgeber hatten zwar ihre Chancen, scheiterten allerdings ein und das andere Mal am sehr starken Unkener Goalie. Der Halbzeitstand lautete also 0:1 und wir sehen als nächstes die zweite Halbzeit, wo es weitere Tore zu sehen gab. Nach Wiederbeginn zunächst einmal eine schöne Kontermöglichkeit in Richtung der Gastgeber, der allerdings nichts einbrachte, denn der Goalie konnte den Ball sicher fangen. Weiter Abschlag in die gegnerische Hälfte, der TSV Unken kann sich den Ball zurückerobern. Pass, neuerlicher Versuch, Rückpass, aber kein Problem für den Goalie, der jetzt wieder einen erneuten Pass macht. Dann wieder der TSV Unken, verliert den Ball an den SK Bruck. Auch hier spielt sich das Spielgeschehen im Mittelfeld ab. Pass, neuerlicher Versuch, aber auch da bringt es nichts ein. Vielleicht jetzt. Neuerlicher Versuch des TSV Unken, der jetzt zumindest in der Anfangsphase auf mich einen etwas stärkeren Eindruck machte. Pass. Schöne Kontermöglichkeit. Immer noch die Gäste am Ball. Der Ball bleibt im Spiel, aber auch dieses Mal ging der Ball nicht ins Tor. Gut gehalten vom Brucker Goalie. Weiter Abschlag wieder in dem Mittelfeld. Neuerlicher Angriff der Gäste. Herrlich gemacht. Werden hier nicht attackiert. Zieht ab. Der Goalie sehr weit weg. Schuss und Tor. 0:2. Keine Chance für den Goalie des SK Bruck, da irgendetwas zu machen. Und der Ball landete im Tor. Auch ein nicht gerade optimaler Beginn für die Gastgeber des SK Bruck an der Glocknerstraße. 0:2 der aktuelle Spielstand. Das Ganze in der 47. Minute. Dann wieder ein Anstoß auf Seiten des SK Bruck. Die Gastgeber bleiben zunächst am Ball. Ein nicht unbedingt notwendiger Rückpass, wie ich finde. Pass. Wiederum ein schöner Zweikampf, den die Gäste des TSV unten gewinnen. Aber sehr weit vorgelegt und somit keine wirkliche Gefahr für das Tor des SK Bruck.
Neuerliche Kontermöglichkeit. Pass, aber der Ball geht am Tor vorbei. Dann wieder ein neuer Versuch. Freistoß für den TSV unten. Überhebt den Torwart und Tor weit. Treffer für die Gäste. Ein eher kurioser, wenn man sich die ganze Szenerie noch einmal anschaut. Der Ball wurde nämlich über den Goalie, der Gastgeber, ins Tor gehievt. Meine ich, da hätte durchaus die Verteidigung die Aufgabe gehabt, den Ball wegzuschießen. Aber gut, von hier raus redet es sich natürlich sehr einfach. Dann wieder ein neuerlicher Versuch, die Gäste nach wie vor in der gegnerischen Hälfte, wo die Abwehr dieses Mal sehr, sehr gut aufpasste. Aber auch da gibt es einen Fall. Hoffentlich ist da nichts mehr passiert. Sieht jedenfalls doch etwas rüde aus. Das Spiel natürlich unterbrochen. Beim Spielstand von 0:3 für den Tabellenführer aus dem Salachtal. Es geht weiter und das Spiel wird mit einem Freistoß fortgesetzt. Schuss. Dieses Mal gab es ein Gedrängel in der Abwehr und auch ein weiterer Spieler der Gäste liegt am Rasen. Auch da muss ich sagen, ging es doch ordentlich zur Sache. Auch dieses Mal gibt es erneuten Freistoß. Wir sehen hier natürlich die Spieler des SK Bruck, die sich in eine Mauer stellen. Schuss läuft an, Schuss, aber auch dieses Mal konnte sich der Goalie des SK Bruck auszeichnen und einen weiteren Gegentreffer, der vierte in dieser Begegnung wäre, verhindern. Jetzt gibt es allerdings Abstoß. Schön gemacht in die Mitte. Pass, aber auch dieses Mal geht der Ball ins Out. Wie gesagt, eine sehr häufige Szene bei diesem Spiel. Und warum der Schiedsrichter hier gepfiffen hat, kann man natürlich schwierig erkennen. Jetzt wieder ein neuer Versuch, der Gastgeber, Rückpass, verlieren wieder den Ball und eine weitere Spielunterbrechung ist die allzu logische Konsequenz. Ja, es sind noch gute 40 Minuten in dieser Begegnung zu spielen. Freistoß für den SK Bruck. Jetzt wieder eine Flanke. Dieses Mal gab es kein Foul, entscheidet der Schiedsrichter, aber dennoch ist das Spiel unterbrochen und der Ball geht zunächst an die Gäste des Salachtals. Der TSV Unken bleibt noch am Ball. Spielte ja, wie schon erwähnt, letzte Saison noch in der zweiten Klasse Nord A mit, wechselte
heuer im Herbst in die zweite Klasse Südwest. Neuerlicher Versuch, aber der Ball geht ins Out. Einwurf für den SK Bruck. Natürlich ist vielleicht an dieser Stelle zu erwähnen, dass es doch herbstlich frisch war. Neuer Versuch, aber dieses Mal zeigte der Goalie des SK Bruck wieder sein Können. Noch einmal zurück zu den herbstlich frischen Temperaturen. Ich schätze, es hatte auf jeden Fall bei diesem Spiel einstellige Temperaturen. Also, naja, doch ziemlich frisch zum Fußballspielen. Und es war, wie wir gesehen haben, bedeckt, wie man hier sehr gut auf den Bildern sehen kann. Doch zurück zum Spiel. Es gibt wieder einen erneuten Freistoß. Schöne Aktion. Pass. Neuerlicher Versuch, aber der Ball ging am Tor vorbei. Keine wirkliche Gefährdung für den sehr guten Goalie des TSV Unken. Jetzt wieder eine schöne Aktion. Pass. Neuerlicher Versuch, sehr weit vorgelegt und natürlich nahezu unmöglich, diesen Ball noch zu erlaufen. Pass. Schöner Versuch. Mal ein Rückpass, weiter Abschlag. Es könnte durchaus ins Auge gehen, wenn man als Goalie nicht gefasst ist. Hier ist er allerdings, war der Goalie sehr gut herausgelaufen und konnte den Ball somit sicher fangen. Rückpass ist TSV unten. Verlieren ihn an den SK Bruck. Ball geht wieder ins Out. Rückpass. Schöne Aktion der Gastgeber, der allerdings nicht einmal, denn der Ball ging wie schon so oft in dieser Begegnung ins Out. Ja, es sind gut 60 Minuten gespielt. Spielstand 0:3. Für alle, die erst später eingeschaltet haben. Zunächst wieder mal der TSV unten am Ball. Rückpass. Wieder eine sehr schöne Kontermöglichkeit. Aber der Ball ging ins Tor out und ganz klar, es gibt Abstoß. Schuss. Eine sehr sehenswerte Aktion. Auch da bringt es natürlich nicht wirklich etwas ein. Es bleibt auf jeden Fall mit einem weiteren Versuch. Pass. Immer noch der TSV unten am Ball, versucht es, bleibt allerdings hängen, denn die Gastgeber passten ja in dieser Phase sehr gut auf. Alles in allem war dieses Spiel, zumindest vom
Stärke beider Mannschaften wieder sehr ausgeglichen. Und das Einzige, was diese Phase von der Anfangsphase unterschied, war, ist die Tatsache, dass es bereits 3 Tore für die Gäste aus Ungarn gab. Doch jetzt wieder der SK Bruck am Ball. Gut aufgepasst von der Abwehr der Gäste, die wieder den Ball zurückerobern konnten. Schöner Konter, aber auch dieses Mal gab es eine gute Reaktion der Abwehr des SK Bruck. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Sehr gut gemacht und mit vereinten Kräften vergaben die Gäste eine ziemlich gute Torchance. Der Ball ging nämlich aus kurzer Distanz über das Tor. Also, ich denke, da könnte man als Stürmer durchaus mehr machen. Spielstand auf jeden Fall 0:3 und dieser Spielstand geht auch absolut in Ordnung. Jetzt wieder ein neuer Versuch der Gäste, die sich hier sehr gut durchsetzen können, weil im Spiel sollte abziehen und sehr gut gemacht vom Goalie der SK Bruck. Angeblich wieder ein Foul, aber aus meiner Sicht blieb die Schiedsrichterpfeife in diesem Fall zu Recht stumm. Weiter Abschlag. Wieder der SK Bruck am Ball. Rückpass. Ja, und mit solchen Schüssen hat ein Goalie normalerweise keine Probleme. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Lassen den Ball sehr gut abtropfen. Neuerlich ja, guter Ballwechsel. Die Gäste können sich den Ball in die eigenen reinhalten und wofür dieser Rückpass gut sein soll, das entzieht sich einmal mehr meiner Kenntnis. Wie schon ein Grund für einige andere Szenen in diesem Spiel auch. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Kontermöglichkeit. Gut aufgepasst von der Abwehr. Die Gäste können den Ball in ihren eigenen Reihen behalten. Vielleicht jetzt eine Flanke, aber wiederum ein Foul angezeigt vom Schiedsrichter, Assistenten. Naja, kann man durchaus geben. Es gibt jedenfalls Eckball. Beziehungsweise Freistoß. Der indirekter Natur ist. In so einem Fall darf der Freistoßschütze den Ball nicht direkt ins Tor schießen, sondern muss ihn zunächst auf einen Mitspieler, der dann die Möglichkeit hat, ein reguläres Tor zu erzielen, passen. Wir schauen uns diesen indirekten Freistoß an. Schuss, gut abgewehrt, auch von der gesamten Mannschaft. Der Gastgeber aus Bruck. Neuerlicher Versuch. Der TSV unten bleibt am Ball. Rückpass. Pass. Das könnte durchaus mehr sein, wie ich finde. Pass. Aber auch dieses Mal hatte der Goalie keine Probleme. Zeigt doch an, lasst mich den Ball nehmen. Ich habe ihn eh. Jetzt wieder ein Rückpass.
der wieder ins Out geht. Out-Einwurf für den SDR aus unten. Gut gemacht, keine Probleme vom Goalie, der Gastgeber. Und es gibt wieder Freistoß. Versuchen es mit einem weiteren Überheber, aber dieses Mal war der Goalie der Gastgeber auf dem Posten und ließ sich nicht mehr wie beim dritten Gegentor überraschen. Alles in allem ist zu sagen, dass ein Goalie, wenn ein Verteidiger beim Stürmer ist, in der Regel davon ausgeht, dass der Verteidiger den Ball hat und eher selten reagieren wird. Jetzt wieder einmal der SK Bruck am Ball. Oh, schöne Kontermöglichkeit. Schuss. Aber wohin bitte soll der Ball gehen? Sicherlich nicht dorthin, wo er hingehört, nämlich in Richtung Tor. Denn ein Spieler der Gäste hat den Ball abgewehrt. Pass. Weiter Abschlag. Schöne Partie, aber auch da gibt es wiederum keinen weiteren Treffer mehr zu sehen. Wieder Einwurf. Das Spiel ist unterbrochen. Rückpass. Jetzt endlich einmal ein Versuch in Richtung Tor der Gäste. Allerdings viel zu locker. Und ja, mit so ein Problem für den sehr starken Gästegoalie, der wie gesagt schon in dieser Begegnung einige starke Szenen hatte. Wieder ein neuer Versuch. Pass. Wieder ein herrlicher Versuch. Sollte man durchaus nicht ganz ungefährlich. Der SK Bruck bleibt am Ball. Nächster Versuch. Rutscht hier rein. Wieder über die linke Seite ein Angriff, der allerdings hängen bleibt. Und wiederum abgewehrt. Die Gastgeber können dieses Mal den Ball aus dem Spiel bringen. Einmal für den TSV unten. Pass. Herrliche Aktion,
Rückpass. Und in dieser Phase wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was es da an der Leistung ist. War wohl eher wie ein Wal ausgesehen, aber aus meiner Sicht eine ziemliche Schwalbe. Wie in der Fußballersprache ein vorgetäuschtes Foul genannt wird. Es gibt allerdings dieses Mal Freistoß für die Gäste. Von der Rechtsaußenposition in Richtung Tor. Die Mauer steht auch schon. Versucht es indirekt, aber auch dieses Mal können sich die Gastgeber durchsetzen und den Ball nicht in Richtung eigenes Tor bringen. Eigentlich sehr gut gemacht, wie ich finde. Weiter Abschlag allerdings in ihr Ende Leere. Doch dieses Mal ging der Ball ins Out. Logischerweise Einwurf für den TSV Unken. Was gibt es eigentlich sonst noch zu diesem Spiel zu sagen? Außer dass es 3 Tore für die Gäste gab, eigentlich nicht viel. Denn beide Goalies konnten einige zum Teil sehenswerten Paraden zeigen und es ist aus diesem Grund ihnen zu verdanken, dass es hier in dieser Partie noch nicht mehr Tore gab. Aber dazu sind ja die Goalies bekanntermaßen auch da. Erwähnenswert ist es auch noch, dass dieses Spiel im Rahmen der letzten Herbstrunde vor der Winterpause in der zweiten Klasse Südwest stattfand. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit, aber auch dieses Mal ging der Ball ins Out. Gut gemacht von der Abwehr und auch gut gemacht vom Brucker Goalie. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Rückpass. Gut gemacht. Der Ball ging allerdings auch dieses Mal erneut ins Out. Jetzt wieder ein neuer Pass. Die Gastgeber sehr weit vom TSV Unken Spielern weg. Jetzt wieder mal vielleicht ein Entlastungsangriff, allerdings viel zu weit vorgelegt und wie man sich so einen Ball erlaufen soll. Naja, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wiederum ein neuer Versuch. Pass. Es ist noch etwas, sind ungefähr noch 17 Minuten in der regulären Spielzeit zu spielen. Denn in dieser Partie wurden ja 3 Minuten nachgespielt. Aufgrund der Unterbrechungen durchaus gerechtfertigt, wie ich finde.
Jetzt wieder mal Vorteil für den SK Bruck. Spiel ist lange unterbrochen. Ball noch nicht freigegeben. Wir warten auf den Schuss, der jetzt anläuft und der Ball ist wieder im Spiel. Neuerliche Kontermöglichkeit. Schön gemacht. Der Goal ist sehr weit heraus und sicherte somit den Ball. Sehr gut aufgepasst und daher logischerweise keine Torschance für die Gäste. Wir befinden uns in der 73. Spielminute. Rückpass. Neuerlicher Versuch. Aber auch da bringt es absolut nichts ein. Und der Goalie, der Gäste, hatte alle Zeit, den Ball seinen Mitspielern zuzupassen. Jetzt wieder ein neuer Pass. Herrlich gemacht. Aber es bringt auch da nichts ein. Weiter Abschlag. Pass. Sehr gut aufgepasst vom SK Bruck. Die Gäste können sich den Ball in die eigenen Reihen behalten. Auch dieses Mal wieder ein Rückpass. Wahrscheinlich, weil vorne keine wirkliche Anspielstation war. Hätte allerdings durchaus auch ins Auge gehen können, denn ein Rückpass ist bei den Mannschaftssportarten prinzipiell nicht ganz ungefährlich. Neuerlicher Versuch. Pass. Schöne Aktion. Aber auch da keine wirkliche Gefährdung für die Tore. Vielleicht jetzt. Sehr weit vorgelegt und mit auch kein Problem für den Goalie des TSV Unken. Wie gesagt, in dieser Begegnung eine ausgezeichnete Leistung. Pass. Auch da kein wirkliches Problem. Wir schreiben die 77. Minute. Neuerlicher Versuch. Sehr gut aufgepasst. Und in dieser Phase stellt sich für mich schon die Frage, ob wir denn noch das eine oder andere Tor in dieser Begegnung sehen. Zunächst sah es nicht so aus.
Das Spielgeschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Jetzt wieder mal ein Angriff der Gäste. Kein wirkliches Problem. Auch diese Aktion gefällt mir sehr, sehr gut. Pass. Es bringt allerdings nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der Ball bleibt allerdings im Mittelfeld liegen. Schöne Aktion. Und wirklich ein Vorteil für die Gastgeber. Ja, nicht quer, sondern eher Richtung Tor wäre in so einer Situation sicherlich besser gewesen. Nur in uns 70 Minuten gespielt, wieder ein schöner Versuch, wo allerdings auch die Verteidiger reinrutschen und somit einen Gegenschuss und somit einen eventuellen Gegentreffer verhinderten. Wieder der SK Bruck am Ball. Pass. Schöne Aktion, aber auch da bringt es nichts ein. Herrlich. Wäre wohl seine Mitspieler gedacht gewesen, aber ein TSV-Untenspieler konnte den Ball wieder abwehren. Jetzt wieder die 81. Minute, ein Pass, der allerdings sehr leicht war und damit keine Probleme für den Brucker Goalie darstellte. Freistoß für den TSV Neumarkt. Beziehungsweise unten, so muss ich es auf jeden Fall sagen. Neuer Versuch. Es geht allerdings drüber, kein weiterer Treffer für den TSV unten und natürlich logische Konsequenz, Abstoß vom Tor der Gastgeber. Neuerlicher Versuch. Weiteres angebliches Foul war allerdings aus dieser Perspektive auch sehr schwer zu beurteilen. Vorteil für unten. Pass. Der Ball ging allerdings am Tor vorbei und ich hatte nicht den Eindruck, als ob wir hier noch in dieser, trotz der wenigen Tore und zahlreichen Unterbrechungen, noch interessanten Begegnungen Tore sehen würden. Rückpass. Wieder die Gäste im Angriff. Schöne Kontermöglichkeit. Sollte abziehen. Und, das war jetzt haarscharf. Da hätte es fast geschäbert zum 0-4-Schuss und über das Tor. Schöne Aktion vom Goalie des SK Bruck. Da hätte es durchaus schäbern können. Es gibt natürlich Abstoß. Das. Herrlich gemacht, wird hier nicht attackiert. Schuss. Und dieses Mal zeichnete sich der Rolle des SK Bruck
der bei den drei Gegentreffern absolut schuldlos war, einmal mehr aus. Die Gäste bleiben jedoch am Ball. Erneute Aktion. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Minuten gespielt in dieser Phase beim Spielstand von 0:3 für den TSV Unken. Und das Spiel bleibt dennoch interessant. Jetzt lässt sich sagen, dass das Spiel schon entschieden war und die Frage war nur mehr, wie hoch es eigentlich mit einem Sieg reichen würde. Zunächst einmal abgewehrt. Neuerliche Kontermöglichkeit. Ein paar interessante Szenen bleiben hängen, bringt also logischerweise nichts ein. Neuerlicher Versuch wird hier überhoben. Und auch dieses Mal geht der Ball vorbei. Ja, es ist zu sagen, dass sich die Chancen auf Seiten der Gäste häuften, aber aus Sicht der Unkenes ist kaputt, ging der Ball Gott sei Dank nicht ins Tor. Vielleicht jetzt. Ein Pass, der allerdings nicht seinen Abnehmer fand. Pass. Rückpass. Vielleicht jetzt. Die 84. Minute wird hier nicht attackiert. Schuss und Tor 0:4. Auch dieses Mal könnte Manuel Skule durchaus näher hingehen und dem Stürmer die Chance nehmen. Aber sonst allerdings der einzige Schuss, der nicht ganz unhaltbar war. Aber es steht 0:4, das Ganze in der 84. Spielminute. Naja, es wird wohl noch Nachspielzeit geben. Anstoß im Mittelkreis. Für den SK Bruck. Rückpass. Weiter Abschlag. Neuerlich, ich habe Versuch, das Spielgeschehen spielte sich jetzt in der Hälfte der Gastgeber ab. 0:4, der aus Sicht der Gastgeber unerfreuliche Endstand. Eine weitere Unterbrechung in dieser Begegnung. Es sind insgesamt 87 Minuten gespielt. Jetzt wieder ein neuer Pass. Kontermöglichkeit des TSV Unken über die rechte Seite. Gut aufgepasst dieses Mal und der Ball ging ins Tor-Out, damit Ecke für die Gäste aus dem Salachtal. Noch einmal hinein zur Mitte. Das
war nicht ganz ungefährlich. Der SK Brugg bleibt am Ball. Weitere Aktion, allerdings kein Foul, richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Der Ball geht über das Tor ins Netz. Kein weiterer Treffer für den Tabellenführer. Dann wieder Abstoß. Rückpass. Bringt nichts ein. Auch dieses Mal in der Ball ins Out. Wiederum das Spiel natürlich unterbrochen. Es gibt Einwurf für die Astgeber des SK Brugg. Neuerlich hier abschalten. Rückpass. Sehr gute Aktion. Wir befinden uns mittlerweile bereits in der Nachspielzeit, die ungefähr 3 Minuten betrug. Und auch dieses Mal liegt ein Unkener Spieler verletzt am Boden. Glücklicherweise dürfte da nichts Gröberes passiert sein. Pass. Gute Aktion wieder vorne und kein Problem für den Goalie des SK Brugg, den Ball in dieser Phase zu fangen. Wieder ein neuer Versuch. Rückpass. Rettet vor dem heranstürmenden Brugger Stürmer. Die beiden bleiben am Ball. Auch da bringt es nichts ein. 0:4 der aktuelle Spielstand dieser Begegnung, die natürlich in dieser Phase schon längst entschieden ist. Ehrlicher Versuch, aber ja, der Ball geht gut mehrere 10 Meter am Tor vorbei. So gefährdet man natürlich keinen Goalie. Pass. Gut aufgepasst, Monole. Das ist kaputt. Pass. Schöne Aktion noch gerettet vom Brugger Goalie. Wird sich wahrscheinlich nicht mal wirklich etwas tun. Neuerlicher Versuch. Gut aufgepasst. Aber auch dieses Mal ging der Ball am Tor vorbei. Es ist wieder unterbrochen. Dann wieder Ecke. Aber es ändert sich nichts mehr. Das Spiel nähert sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Der Tabellenführer aus dem Salachtal gewinnt diese Begegnung verdient mit 4:0. 4:4.
So lautete der aus Sicht der Gastgeber unerfreuliche Endstand in einer interessanten und guten Begegnung, die auch auf jeden Fall anders ausgehen hätte können. Gratulation an die Spieler des TSV Unken zu diesem Sieg und auch an den Goalie der Unkener für diese ausgezeichnete und wirklich tadellose Leistung. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Macht es gut, Servus, das sagt euer Markus Dorn.